Die Nachrichten. Der künftige US-Präsident Obama will die Konjunktur seines Landes mit staatlichen Hilfen ankurbeln. Dafür müsse der Abbau des Staatsdefizits zunächst zurückstehen, sagte Obama dem Fernsehsender CBS. Diese Einschätzung teilten auch Wirtschaftsexperten. Die Bundesregierung hat darauf an, eine schwere Rezession zu verhindern. Obama sprach sich erneut dafür aus, der Autoindustrie zu helfen. Auch für in Not geratene Hausbesitzer stellte er ein Hilfsprogramm in Aussicht. Die führenden Manager der US-Investmentbank Goldman Sachs werden in diesem Jahr nicht die sonst üblichen Prämien erhalten. Wie ein Sprecher des Zumindest in einem Fall gehen die kalifornischen Behörden von Brandstiftung aus. Das Wetter? Heute teils heitere, teils wolkig, an den Alpen und in der Mitte anfangs etwas Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Nachmittags im Nordwesten und Westen bewölkt es Zunahme. Zwischen 1 und 4 Grad. Die Aussichten? Schnee. Hallo? 4 bis 9 Grad. Hello. Am Mittwoch stark bewölkt, gelegentlich Regen oder Schnee. 4 bis 10 Grad. So die Meldung. Bye bye. Die nächsten Nachrichten. 10.